Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich will noch einmal kurz skizzieren, was wir mit unserem Gesetzentwurf erreichen möchten. Wir wollen für eine gesetzliche Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler bei der Schülerbeförderung sorgen. Darum wollen wir erstens, dass die schulgesetzlichen Regelungen zur kostenlosen Schülerbeförderung und zur Erstattung der Fahrtkosten nicht nur für die Landkreise, sondern auch für die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin gelten. Und wir möchten zweitens, dass Schülerinnen und Schüler, die ihre Schulwahlfreiheit nutzen bzw. eine Schule in freier Trägerschaft besuchen, ihre Fahrtkosten zumindest teilweise erstattet bekommen und das genau bis zu der Höhe der Fahrtkosten, die bei einem Besuch zur örtlich zuständigen Schule entstanden wären. Wir sehen uns hier einig mit einem Rechtsgutachten des Professors Erbgut der Universität Rostock. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass der Ausschluss der kreisfreien Städte gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes verstößt und somit verfassungswidrig ist. Bei der Frage der Schulwahlfreiheit vertreten wir die gleiche Auffassung wie der Bürgerbeauftragte des Landes Matthias Krone. Er hat zuletzt im Bildungsausschuss intensiv darum geworben, auch Schülerinnen und Schüler in die Erstattung einzubeziehen, die nicht die örtlich zuständige Schule besuchen. Schließlich sehen wir unser Anliegen insgesamt durch die Schulgesetze zahlreicher anderer Bundesländer bestätigt. Ich schaue da nur nach Thüringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Dort ist man gar nicht erst auf die Idee gekommen, Schülerinnen und Schüler auszuschließen, die eine andere zuständige Schule bzw. eine Einrichtung in freier Trägerschaft besuchen. Dort gilt längst das, was wir Ihnen heute in zweiter Lesung vorschlagen. Leider hat die Koalition es ja im Oktober, also in der ersten Lesung abgelehnt, sich im Bildungsausschuss mit unserem Gesetzentwurf zu beschäftigen. Nur einen Tag nach der Behandlung in diesem Haus jedoch hat der Bildungsminister dann folgende Pressemitteilung herausgegeben. Ich zitiere: Bildungsminister Matthias Brotkorb setzt sich für die gleichen Bedingungen bei der Schülerbeförderung von Kindern und Jugendlichen in kreisfreien Städten und den Landkreisen ein. Da kann ich erstmal nur festhalten, selten hat ein Antrag der Opposition so schnell dazu geführt, dass sich die Landesregierung bewegt. Das klang vor einem halben Jahr noch ganz anders, nämlich zu dem Zeitpunkt, als der Bürgerbeauftragte mit seinem Anliegen in den Bildungsausschuss kam. Insofern hat der Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, zwar nicht hier im Parlament, aber dann doch einen Tag später, schon einiges erreicht. Was aber ist in dieser Sache seit Oktober tatsächlich passiert? Offensichtlich nicht viel. Auf eine parlamentarische Initiative, ob nun von den Landtagsfraktionen, von den Regierungsfraktionen bzw. vom Minister, warten wir seither vergebens. Wir haben das Thema ja letzte Woche auf die Tagesordnung im Bildungsausschuss gesetzt. Dabei kam dann im Wesentlichen heraus, dass der Minister hierzu bislang Briefe geschickt hat. Da hatten wir uns ehrlich gesagt etwas mehr Initiative erhofft. Denn wie sagten Sie, Herr Butzki, in der ersten Lesung so schön, die Koalitionsfraktionen würden, ich zitiere, weiterhin gemeinsam nach einer vernünftigen, soliden, finanzierbaren Lösung suchen und daran arbeiten. Sie haben tatsächlich weiterhin gesagt. Bis heute habe ich aber in dieser Sache von Ihnen keinen einzigen Vorschlag gehört. Oder auch nur eine einzige Wortmeldung im Bildungsausschuss. Auch letzte Woche haben Sie dazu geschwiegen. Der aktuelle politische Stillstand wird dem aktuellen Problem überhaupt nicht gerecht. Die Zahl der Petitionen zeigen es. Dafür läuft zurzeit wieder das übliche Spiel, das wir schon von den Theatern und den Hochschulen kennen. Der Bildungsminister sagt, er könne nichts tun, weil die anderen, in diesem Fall die kreisfreien Städte, ihm verkehrte Zahlen geliefert hätten. Diesmal soll die Anzahl der betroffenen Schülerinnen und Schüler in Rostock und Schwerin widersprüchlich sein. Ich finde, so langsam könnte man sich mal eine andere Ausrede für das eigene Nichtregierungshandeln ausdenken. Und egal, wie viele Kinder in Rostock und Schwerin von dieser Ungleichhandlung betroffen sind, wir brauchen in jedem Fall eine Lösung, egal ob es ein Kind ist oder ob es 1000 Kinder sind. Das Problem der widersprüchlichen Zahlen jedoch ist etwas komplexer. Es berührt einen wesentlichen Kritikpunkt, den die Koalition in der ersten Lesung geäußert hat. Die Kritik lautete, in Rostock und Schwerin müssten künftig Mindestentfernungen von 2 Kilometern für Erst- bis Viertklässler bzw. von 4 Kilometern für die Kinder ab Klasse 5 gelten, bevor der Beförderungs- bzw. Erstattungsanspruch greife. Eben dies hat der Minister den Städten in einem Brief auch schriftlich mitgeteilt. Außerdem müssten die kreisfreien Städte zunächst einmal erst Schuleinzugsbereiche und örtlich zuständige Schulen bestimmen. Und dies hätten wir in unserem Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. Bei dieser Argumentation übersehen Sie jedoch eines.
Nicht die Kommunen, sondern der Landesgesetzgeber, also die Landesregierung ist dafür verantwortlich, die Landesgesetze verfassungskonform zu gestalten. Und wenn Sie davon ausgehen, dass es landesweit eine gesetzliche Pflicht für diese Mindestentfernung von 2 bzw. 4 Kilometern gibt, dann ist das ganz einfach falsch. Und Sie als Koalition haben das hier in der ersten Lesung wider besseren Wissens behauptet. Es ist vielmehr Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung, entsprechende Mindestentfernungen zu definieren. Genau so steht es im Gesetz. Jeder Landkreis hat das Recht, diese Entfernung nach sachlichen Kriterien selbst festzulegen. Das heißt, den Städten Schwerin und Rostock per Ministerbrief schon einmal diese Mindestentfernung vorgeben zu wollen, ist nichts anderes als ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, und das halten wir nicht für den richtigen Weg. Wir bewegen uns in unserer Argumentation ganz streng auf dem Boden des verfassungsrechtlichen Gutachtens, und dieses Gutachten untersucht nichts anderes als das Schulgesetz in der jetzigen Form. Gleichberechtigung heißt in diesem Sinne zunächst einmal Gleichheit vor dem Gesetz. Und wir als Parlament, das ist unsere Aufgabe, haben dafür zu sorgen, dass diese Gleichheit von dem Landesgesetz garantiert wird. Das wird sie in dieser Frage nicht. Und deshalb haben wir den Gesetzentwurf vorgelegt. Anhand des Entwurfs wäre es natürlich möglich gewesen, auch über das Problem der Mindestentfernung zu sprechen. Und zwar nicht als Dekret an die kreisfreien Städte, sondern unter Beteiligung der kreisfreien Städte und auch der Landkreise. Denn natürlich wollen wir erreichen, dass nicht nur die gesetzlichen Regelungen übereinstimmen, sondern dass auch die tatsächlichen Bedingungen wie die Mindestentfernung möglichst überall im Land gleich sind. Was der Minister von der kommunalen Selbstverwaltung in diesem Punkt hält, hat er im letzten Bildungsausschuss hingegen deutlich gemacht. Falls die Landkreise einmal andere Beförderungssatzungen erlassen wollten, so der Minister, könne man sie jederzeit durch eine Änderung des Schulgesetzes zur Definition bestimmter Mindestentfernung zwingen. Wir als Bündnisgrüne halten das für keinen guten Umgang mit den Landkreisen, und auch die Städte in die 2 und 4 Kilometer Entfernung zu zwingen, wäre aus unserer Sicht der falsche Weg. Denn die 2 und 4 Kilometer Entfernung, also die Regelung dazu, ist in keinem Fall in Stein gemeißelt. Es ist keine verkehrspolitische Grundregel und es gibt dazu auch kein bundesweites Prinzip. Diese 2 bzw. 4 Kilometer Entfernungsregel ist vor allem haushalterisch begründet. Denn warum haben die Landkreise diese im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern hohen Mindestentfernungen festgelegt? Weil sie schon jetzt über 70% der Kosten für die Schülerbeförderung selbst tragen müssen und der prozentuale Landesanteil jedes Jahr geringer wird. Und man kann natürlich sehr wohl darüber diskutieren, ob wir es einem Fünftklässler zumuten wollen, dass er jeden Tag, jeden Morgen 4 Kilometer zu Fuß zu seiner Schule zurücklegt und am Nachmittag bei einer Ganztagsschule nach 4:30 wieder 4 Kilometer zurückwandert. Und dabei ist egal, ob dieser Weg über Land- und Kreisstraßen führt oder durch Häuserschluchten in den Städten. Die 4 Kilometer sind in jedem Fall gleich lang. Bei vielen Gelegenheiten weist der Minister darauf, dass er an seinen Amtseid gebunden ist. Heute will ich einmal daran erinnern. Wir haben ihn ja unlängst 2-mal wieder gehört. Das Grundgesetz und die Verfassung Mecklenburg-Vorpommern wahren und verteidigen, heißt es da. Wir glauben, auf Grundlage dieses Gesetzentwurfs hätten wir gemeinsam eine gute Lösung für die Gleichstellung vieler Schülerinnen und Schüler des Landes finden können, wenn Sie unseren Gesetzentwurf in den Bildungsausschuss überwiesen und wir ihn dort hätten diskutieren können. Es ist Ihr gutes Recht, dieses abzulehnen. Aber in diesem Fall ist es nicht Ihr Recht, keinen eigenen Vorschlag vorzulegen. In diesem Sinne beginnen Sie endlich zu handeln. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es wundert mich doch sehr, dass Sie mit den parlamentarischen Gepflogenheiten nicht so sehr vertraut sind und demzufolge auch nicht wissen, dass der Gesetzentwurf, der heute in zweiter Lesung behandelt wird, natürlich der gleiche sein muss wie der, den wir vor 3 Monaten in erster Lesung behandelt haben. Sonst wäre es ja nicht die zweite Lesung. Richtig, Frau Schlupp, wir hätten Änderungsanträge stellen können, finden es aber nicht notwendig. Sie hätten aber auch Änderungsanträge stellen können, um den Gesetzentwurf zu verändern, wenn Sie in der Sache unserer Meinung sind. Das haben Sie leider nicht getan. Zum Vorwurf von Herrn Butzki, die Ausschussvorsitzende sei uneinsichtig, möchte ich nur so viel anmerken. Den Gesetzentwurf hat die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen eingebracht, demzufolge ich als bildungspolitische Sprecherin und als Abgeordnete und nicht als Ausschussvorsitzende. Das sollten Sie eigentlich wissen. Und ich möchte dem hinzufügen, ich bin sehr gerne uneinsichtig, wenn es darum geht, Ungleichbehandlung in diesem Land abzumildern.
Diesmal geht es um die Ungleichbehandlung von Schülerinnen in den kreisfreien Städten gegenüber den Schülerinnen und Schülern auf dem Land. Meistens ist es, oder normalerweise ist es eher umgekehrt, dass wir schauen müssen, wie können wir die Bevölkerung in den ländlichen Regionen gleich behandeln. Zu der Frage von Herrn Butzki, ob wir das abgestimmt haben, unseren Antrag. Ich kann Ihnen sagen, dass die Oberbürgermeisterin der Stadt Schwerin, Frau Gramko, im Übrigen Mitglied der Partei Die Linke, es ausdrücklich begrüßt, genau unseren Gesetzentwurf, und sich ausdrücklich dafür bedankt hat, sprach auch von der Unterstützung der Fraktion Die Linke, die konnte ich heute hier nicht so wahrnehmen. Herr Oberbürgermeister Medling aus Rostock spricht sich auch ausdrücklich, ich darf vielleicht zitieren: Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass ich dies im Sinne der Betroffenen, Anspruchsberechtigten ausdrücklich begrüße. Also auch der Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock spricht sich für eine grundlegende Regelung aus, also für eine grundlegende Gleichbehandlung. Er kritisiert unseren Entwurf, allerdings weiß ich nicht, was er genau daran kritisiert. Das lässt er vermissen. Aber es geht einzig und allein darum, die Ungleichbehandlung abzuschaffen. Bitte handeln Sie jetzt. Wir haben einen Aufschlag gemacht. Sie haben diese Chance nicht genutzt. Gehen Sie den nächsten Schritt.